Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir kommen heute zur ersten Sorte aus dem neuen Sortiment von Aquamenta. Ich sag's jetzt mal so ganz bekloppt. Aquamenta hat zwei neue Sorten rausgehauen. Ich habe beide da, wir kommen heute zur ersten und zwar möchte ich euch heute den Red and Blue vorstellen. Colors ist ebenfalls schon da, haben wir im Stream auch schon mal, ich sag mal, Probe geraucht. Wird aber noch ein separates Video dazu kommen. Heute machen wir erstmal den wunderschönen Red and Blue. Was das für ein Flavor ist, was der Kollege kann, wie viel er kostet und so weiter und so fort, klären wir hier in dem Video. Deswegen viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Ja Freunde, wie erwähnt, Aquamenta zwei neue Sorten rausgebracht. Heute widmen wir uns der ersten Red and Blue. Werdet ihr euch jetzt denken können, ist in diese Richtung wie Red and Green. Red and Green war ja damals roter und grüner Apfel. Und Red and Blue soll jetzt rote Beeren und blaue Beeren sein. Es gibt auch Seiten, die schreiben rote Beeren und blaue Früchte und so weiter und so fort. Ich werde hier aber aufgrund der Tatsache, dass Red and Green schon zweimal derselbe Flavor in dem Sinne war, einfach mal damit mitgehen, dass das Ganze rote und blaue Beeren sind. Kostenpunkt sind 17,90 Euro, 200 Gramm, Freunde. Ist Aquamenta typisch, werdet ihr auch kennen, ist für euch, denke ich, nichts Neues. OVP-technisch ebenfalls hier auch nichts geändert. Vorne wieder diese wunderschönen Aufkleber drauf, die ihr hier theoretisch abziehen könntet und euch auf eine Dose kleben könnt. 200 Gramm, 17,90 Euro, genau, hatte ich schon gesagt. Flavortechnisch rote, blaue Beeren hat man auch abgearbeitet und ich habe das Ganze natürlich schon umgefüllt, Freunde. Ich lasse das sehr ungern immer in diesen Aluminiumdosen. Die Aluminiumdosen stehen dann alle hier oben auf dem Schrank bei mir. Wer sich fragt oder wer vielleicht noch kein Aquamenta hatte, warum ich das umfülle, ganz einfache Erklärung, Molasse, Schrägstrich Flüssigkeit und Aluminium, wenn das länger steht, könnte suboptimal werden und der Tabak könnte euch nicht schlecht werden, aber die Dose rostet und ich glaube, dann ist es nicht so von Vorteil, den Tabak noch zu rauchen. Ja Freunde, deswegen fülle ich mir das einfach in solche Tupperdosen um. Da gibt es immer so Sets, 5 Stück, ich will irgendwie 5 Euro oder so, die kosten nicht viel. Ich zeige euch zuerst mal den Schnitt, bevor wir das nächste reinhalten. Das seht ihr jetzt natürlich in so einer Tupperdose optimal. Ist ein mittlerer Schnitt. Ich weiß nicht, ob er sogar ein Stückchen gröber ist als sonst, aber ich finde ihn noch relativ okay. Ihr habt hier und da mal ein kleines Ästchen drin. Aber an sich geht das Ganze fit. Und ich halte mal die Nase rein. Und ich kann euch jetzt schon sagen, rot-blaue Beeren. Das riecht für mich wie so ein richtig schöner Beerenmix. Mit einer leichten Früche vielleicht sogar noch, aber richtig geiler Beerenmix. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin eigentlich auch sonst nicht so der Beerenmix-Raucher oder Beerentabakraucher. Aber auf den Kollegen habe ich jetzt Bock. Das heißt, ich gehe mir ein Köpfchen bauen, hau die Kohlen an und dann werden wir den ganzen Kollegen natürlich noch im Geschmackstest testen und zum Fazit kommen, ob es sich lohnt, den Aquamenta Red and Blue zu kaufen. So Freunde, Köpfchen ist gebaut, wie ihr das Ganze seht. Ich rauche das Ganze heute wieder mal in meiner VUCA im Hokkaid Lit Lip Tropical. Ich bin sehr gespannt, was der Kollege kann. Die Kohlen liegen jetzt ein paar Minütchen drauf. Rote Beeren, blaue Beeren. Quasi ein Beerenmix. Ich als nicht so Fan von Beerenmix bin hier sehr gespannt. Eigentlich bin ich mit Aquamenta sehr zufrieden. Nicht mit allen Sorten, auch mir schmecken nicht alle Sorten von Aquamenta. Aber die ein oder andere Sorte feiere ich doch sehr. Und vielleicht kommt der Red and Blue hier auch noch dazu. So, Freunde, erster Zug nach diesem krassen Reim. Rauch ist schon mal da. Das ist schon mal sehr gut. Und ich muss sagen, für einen Beerenmix finde ich ihn jetzt gar nicht so doof. Da hatte ich schon den ein oder anderen schlechteren. Aber geschmacklich finde ich das sogar ein bisschen schwer.
hier irgendwas direkt irgendwie rauszuschmecken an irgendwelchen Beeren, die da drin sein sollen. Aber es schmeckt nicht dumm. Es schmeckt nicht dumm. Ich muss auch sagen, es schmeckt für mich einfach auch nicht wie ein typischer Bärenmix. Für mich ist beim Bärenmix ist da immer, hast du immer eine Minznote meistens noch mit drin. Oder du schmeckst halt wirklich, dass es, ja, ich will es nicht sagen chemisch, aber nicht so ganz nach Bären schmeckt. Ich finde, hier schmeckt das Ganze sogar relativ bärig. Du hast vielleicht auch eine kleine Frische drin, die aber wirklich minimal ist, was ich aber finde, was dem Ganzen noch so eine Abrundung gibt, was aber nicht zu sehr in den Vordergrund tritt. Ihr müsst euch das so vorstellen, es schmeckt jetzt nicht sonderlich fruchtig oder sonderlich frisch oder so. Es schmeckt halt einfach, ja, ich sag mal, ein bisschen dumpf, sage ich jetzt einfach mal. Es schmeckt so ein bisschen dumpf, es schmeckt halt einfach wirklich bärig. Es schmeckt weder nach einer sauren Beere noch nach einer süßen Beere. Es ist halt wirklich einfach ein gut getroffener Bärenmix an der Stelle. Ja, Freunde, Fazit jetzt zum Aquamenta Red and Blue. 17,90 Euro, 200 Gramm gehen völlig klar, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Schnitttechnisch ist das Ganze ein mittlerer Schnitt. Geschmacklich rote und blaue Beeren. Trifft da auch sehr gut, ihr habt eine leichte Frische vielleicht noch mit drin, zumindest kommt mir das jetzt so vor, die aber sehr zurückhaltend ist. Es ist ein sehr guter Bärenmix, wie ich finde, er schmeckt mir sehr, sehr gut, mir persönlich schmeckt er wirklich sehr gut. Es ist seit langem auch mal ein Bärenmix, wo ich sage, den kann ich mir auch mal purgen, muss ich ehrlich sagen. Es wird aber trotzdem nicht mein 24/7 Tabak. Muss ich auch dazu sagen, einfach weil ich halt nicht so der Bärenmix-Fan bin. Aber wenn ich jetzt mal wirklich Bock hätte auf einen Bärenmix, würde ich mir, denke ich, safe den von Aquamenta holen. Weil der für mich einfach aktuell jetzt nach dem Rauchen geschmacklich am besten ist. Am Ende sieht das in 3 Wochen wieder anders aus und ich habe den tot geraucht. Aber aktuell würde ich mir den wahrscheinlich sogar des Öfteren mal purgen, Freunde. Ja, Freunde, und aus diesem Grund kriegt der Aquamenta Red and Blue von mir eine Kaufempfehlung. Es ist ein sehr schöner Bärenmix. Es ist auch hier an der Stelle nicht der beste. Es gibt nicht den besten. Mir persönlich schmeckt er sehr gut. Ich habe ihn gut zu bauen bekommen. Er ist geschmacklich sehr gut getroffen, sodass ich sage, er schmeckt mir persönlich sehr gut. Und deswegen kriegt der Kollege eine Kaufempfehlung von mir. Und bevor ich euch jetzt noch weiter voll laber und am Ende noch mehr doppelt sage oder anfange Zeug doppelt sagen, beende ich das Video an der Stelle, Freunde. Ich danke euch fürs Einschalten. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da, hier unten würde ich mich sehr freuen. Und in diesem Zug und in diesem Sinne, den Zug machen wir gleich, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns Freitag zum neuen Video, Freunde. Bis dahin, raucht ein entspanntes Köpfchen und jetzt geht der letzte Zug. Aquamenta Red and Blue. Auf euch. Vorher haben wir die Bowl leer. Reingehauen, Freunde.